Person. 90 Meter sind realistisch und auch schon überfahren. Jetzt geht es um Kurs. 96 Meter, 97, 98, vorne auf die Luft und jawohl, oder unser Zug abbrechen, 83 Meter. Also es ist nicht selbstverständlich, dass man da bis ganz hinten kommt. Jetzt unterwegs der Bachmann Hans-Peter von Steffensburg. Er fährt Palmet 83,50 und ist ebenfalls Sponsor hier bei uns am Tractor Pulling Zimmerwald. Der Bremslogan, ja, der ab dieser Woche offiziell als europäisch geprüft gilt, ebenfalls auf der europäischen Seite einsehbar. An dieser Stelle auch allen ein Merci, die das hier ermöglichen. 90 Meter Distanz für den Fans-Favorit. Um hier ganz enger zu fahren. Andererseits seht ihr hier die Köttin. Man hat bis um Anfang des Jahres noch auf die Drahtseile gesetzt. Und jetzt aber müssen auf Stahlköttin und Rauenköttin wechseln, um hier die Kraft vom Vorschub nach ETPC-Richtlinie auf das Gewichtspack können übersetzen. Das sieht nicht gut aus, das 87 Meter. Hier auszuholen. Er fährt sich da zwar auf der linken Seite gut über 80, 85 Meter, aber das wird nicht. Das reicht nicht weiter. Er muss den Zug abbrechen hier. Wir fahren jetzt Agrotrom 150. Er fährt da gegen 90 Meter zu. Jetzt ist da noch ein bisschen weiter, hat wieder einen Schluckgriffen bekommen. 93, 94. Für euch Fan, die müssen ein bisschen helfen. Helfen mit dem Hopp, Hopp, Hopp. Jawohl, noch einen Meter, komm mal gleich. Jawohl, das reicht. Voll, voll. Apropos Zigarettenstümpfe. Ihr dürft hier auf dem Platz selbstverständlich auch mit geschrottenen Volkswagen und das mit dann auch. Wir haben auch geschafft. Wir haben auch mit relativ wenig Schluck. Oh, die MFB helfen die mir. Alle, 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 hopp, 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 noch ein mehr, hopp, mal weiter, hopp, hopp. Alle MFB, noch ein, noch ein. Erwarten tun wir es natürlich, aber so geht es mit den Lämpchen vorne am Kumpel, die aufleuchten. Jawohl, das sieht gut aus. Und der Kumpel, geschafft! Das geht ganz sicher nicht in Stadt schleppen. Mit sagenhaftem Tempo geht es zurück an Start für den mit dem Samen Herkules 106. Ja, es fliegen her. 90 Meter noch kein Problem. Noch genug Energie, sogar noch ein bisschen Hulter lässt. Und wird es voll, voll souverän. Er ist da schon ein bisschen mit Mario.
Er ist allerdings noch hier auf der linken Seite schon ordentlich Schlupf auf. Und jetzt war da die 90 Meter und erst hat es nach meinem Glück auch wieder einen Griff gehabt. Das wird knapp. Und die Fans unterstützen es noch. Hopp, 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 hopp. Das kann fast länger. Komm noch mehr, komm noch mehr. Ja, 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 ja. Hopp, 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 hopp. Noch mehr, jawohl. Einer von den Knäppern besitzt. Ja, aber er kann natürlich jetzt noch im Stechen, sonst noch einen drauflegen. Und er hat auch hier den Weg gefunden, zusammen mit seinen zwei Arbeitskollegen hier auf der Piste in Zinderwald. 90 Meter spielend mit 6 Stundenkilometer zieht er hier locker vorwärts bis zum Vollpull! Jawohl! Das ist das Stefan Rohn, er ist hier für das Film verantwortlich mit topmoderner Technik. Einerseits als Handkamera wie Filmen. Noch in Drohnenaufnahmen wird es nicht geben. Er darf das nicht. Standardklasse. Der dritte Impfung vom Schneider Brunstetter Team. Die anderen zwei haben sie den ersten Durchgang gezogen. Haben den Vollpull geschafft. Das ist natürlich schon erlaubt. Er ist hier auf der linken Seite klar besser unterwegs als im ersten Zug. Er hat seine Bestweite schon klar überfahren und das sieht gut aus. Braucht noch ein bisschen etwas zu fahren, aber jawohl, was denkt? Vollpull! Also, wenn man zurückzieht, wie wenn es ein Spielzeug wäre. Also, wir sind selbstverständlich nicht gegen Rauchen, sondern werden sie nur dort rauchen, wo das erlaubt ist. So zum Beispiel hier außen. Wir sind jetzt gerade in einer spannenden Stelle hier, kurz vor dem Vollpull und bis über den Vollpull. Der Kommentar fand es nicht so gut, und so, dass es offen die anderen nicht stört. Er kann da jetzt über die 90 Meter rüberfahren, 95, 96. Das sieht doch ganz gut aus, das sehen wir lang hier, das ist ein Vollpull. Jawohl, Vollpull! Anpassung der Kurzhaar, der Ventilationsanlage, wo ihr euch dort etwas abkühlen könnt, wenn es ihm etwas zu heiß ist geworden. Die Hüte anlegen, die Sonnencreme einschmieren, vor allem den morgen Morgen rum. Hoffe, er konnte es jetzt lösen. Jawohl, er hat auch klar weiter können ziehen als im ersten Durchgang. Er schiebt sich jetzt hier langsam über die 90 Meter Linie ein. Aber der Motor am Limit. Also wenn mich nicht alles täuscht, dreht er hier im Wandler rein, in der Turbokopplung. Und da kämpft er um jeden Zentimeter. Also entweder hat er sein Fahrzeug gerade ein bisschen viel zugemutet oder da ist technisch nicht mehr ganz so, wie es soll. Wir hoffen, dass sie im Längs 95 Meter sind geschafft. Aber jetzt wird es eine richtige Geduldprobe, weil hier steigt die Piste noch ein bisschen an, der Bremswagen wird nicht mehr schwerer, das Gewicht ist ganz da vorne und 98 Meter sind ebenfalls geschafft. Wir kommen zur 99 Meter Marke. Noch 20 Sonti, noch 10 und das ist es haargenau, Kraft am Boden bringen, das ist das, was zählt. Und da geht es darum zu schauen, dass einerseits hier alles, was angetrieben ist, möglichst guten Griff erreicht. Er hat das gemacht mit perfekt geschnitzten Vorderrad, mit absolut perfekt geschnitzten Hinterrad, mit Luftdruck rausgelassen, dass sich der Pneu richtig mit dem Boden verzahnen, dass sich das Heck möglichst wenig absenken, dass die Kette so stotzig wie möglich bleibt und so der Bremswagen so möglichst so weit wie möglich kann ziehen. 95 Meter sind geschafft und Zentimeter für Zentimeter schiebt er sich vorwärts. Bis über die 100 Meter Marke. Full full! Er probiert hier auf der rechten Seite und zieht den Bremswagen fernfrei über die schwierige Stelle zwischen 98 Meter und kann hier sogar in Richtung Full full ziehen. 95 Meter sind geschafft. Oder 4 Meter für Meter vorwärts. Jetzt kommt Fußball! Ich fasse das Neue.
er über die 90 Meter einfährt, hier 95 Meter durch. Ja, das sollte länger. Ja, Football. Auch er wird aus dem Stechen sein. Solange das der 100 km konstant bleibt, wenn auf die Uhr geht, geht es ja noch weiter, dann ist das alles korrekt. Der Bremse ist noch nicht ganz voll balanciert. Das Gewicht schiebt sich gegen noch Millimeter für Millimeter gegen vorne, bis der Bremswagen komplett abbremst wird. Die ganze hier in Konstantin, was die anderen hier für mich. Der Bremswagen massiv schwerer. Die zweiten Charisse-Paar werden ebenfalls eingesetzt. Er probiert sie ganz auf der linken Seite. Kann hier bei 80 Meter gegen noch souverän vorwärts ziehen. Wir dürfen gespannt sein, bis woher. Jetzt wären doch die Neuholland-Fans hier gefordert, der Hansi zu unterstützen. Hoi, die Neuholland-Fans. Hopp, hopp, komm Hansi. Ich will die Butzi. Geht auf 95 Meter zu. Hopp, wo sind der Zug abbrechen. Gehört. Und der Knicklenker, der muss merken. Er hoffert da jetzt ein bisschen rum, das nimmt ihn natürlich Grip. Er versucht jetzt mit dem Gas zurück, dass er die Maschine wieder beruhigt. Aber dann geht die Leistung vor. Ah, nichtsdestotrotz, Kreuzort mit sensationellen 83,89 m, eine gute Distanz gezogen. Mit dem massiv schwereren Bremswagen jetzt am Schlepptau. Er hat kein Allrad, er kann somit eben die Vorderachse nicht in Zugkraft umwandeln. Das bedeutet, er muss probieren, den Traktor genau in Balance zu bekommen. Er sollte wohl vorne nachsächlich ein bisschen lüpfen, aber nicht allzu hoch. Das Ziel wäre noch so 5 Kilo, so wie jetzt, 5 Kilo auf der Vorderachse zu haben. Der Nachteil ist natürlich, wenn es in der Traktor läuft, kann er nicht mehr gut auf der Bahn bleiben und muss nur noch mit der Einzelabbremse richtig zu wechseln vornehmen. Das macht er jetzt. Er greift ein und kämpft sich hier auf den 2 Zwischenrang bis auf 85 Meter und 43 cm. Oh, das Grün-Gelb-Herz schlägt hier ein bisschen schneller, wenn man so eine TW15 sieht. Ziehen und der Bremswagen vorwärts birken. Und das erst noch für 2 Zwischenrang. 87 Meter schafft er hier. Aschmann Tom aus Illhardt, 2. Zwischenrang mit seinem TW 15. Ich muss den Zug abbrechen. Hätte doch einen Späck zurückschalten können, nicht verloren gehabt. Und so den Zug müssen abbrechen mit 65 Meter Nuach. Er ist gut hoch schon. Er hat jetzt ein bisschen Gas zurückgenommen, die Geschwindigkeit. Ja, der Schlupf ist geblieben, das wird ganz heiß. Kommt dann die 80 Meter zu langsam. 80 Meter. Hat er jetzt, aber muss den Zug abbrechen. Wir haben Schlupfuß vorne auch. Es wird knapp 83, 84 Meter, 85, 86, komm noch ein, 87. Und muss den Zug abbrechen. Auf der dünneren Basis gerne gut verpflegen. Eieieiei. Das ist ja ganz knapp.
87 Meter. Also der zweite Platz wäre schon für ihn. Für den Thomas Franz, aber er greift jetzt auch noch den Hans an. 94, 95. Jawohl, das ist der neue. Das ist der neue. Das ist der neue erste Platz. Und zwar genau um 12 cm. Fahren für auf das Podest, aber das wird ganz, ganz schwierig. Er spult da schon ziemlich ein und er muss hier den Zug ab. Das stimmt nicht, natürlich der Bergi Thomas. Er da gegen die 80 Meter Zufahrt. Er reist allerdings schon ein bisschen Schluck auf, 3,84. Wie gesagt, 88 Meter braucht es für auf das Podest. Eieiei. Was denkt ihr? Das reicht einfach nicht für auf das Podest. Das ist um 4 cm, wenn mich nicht alles täuscht. Der vierte Platz. Aber einen guten vierten Platz, glaube ich. Kampflos hätte er den nicht hergegeben. Und wir hoffen, dass er ihn bis zum Schluss behalten kann. Bergi Thomas, hier im Zimmerwald, Applaus! Und ein herzliches Dankeschön für das Okay. Und da muss er kämpfen. Ja, aber das Kämpfen, Frieden. Ah, schau da. Charlie ist gnadenlos, wenn sie nachgehen. Aber der Traktor, dem wird nichts gescheit. Leistung wäre ja da auch genug vorhanden, oder zusammen? Ja, kann man beim Tractor Pulling von genug reden, je einig? Nein. Er hat Stadtleisten drinnen. Sie dürfen. Nebst den anderen Leckerbissen, die es an diesem Wochenende hier noch gibt. Jetzt noch unterwegs der Bachmann Roman von Schötz. Er muss aber den Zug hier schon abbrechen. Dabei sein. Das muss natürlich einfach alles stimmen. Einerseits die Anhänghöhe. Zug mit seinem Stechen. Wie gesagt, 88 Meter durch den Podest. Das wird ganz heiß. Das wird nicht länger für ihn wahrscheinlich. Er kommt hier schon bei 80 Metern und muss den Zug abbrechen. Ach. Für den Scherz, Joel. Aus Rietwil. Und im herzlichen Dank ist er da gekommen zu uns auf Zimmer. J'ai encore une annonce à faire. Les demoiselles Sexy, Adeline et Mélodie, préparez-vous pour la remise des prix. Merci beaucoup. Es lenkt nicht ganz hier auf den Lasermarkt. Aber auch ihm sicher. Grossen Dank, bist du hierher gekommen, Marek. Auch er hier, auch er, der Bachmann Hans-Peter, muss hier bei 79 Meter gut den Zug aufhören. Auf nach der Siegerehrung könnt ihr euch natürlich hier im Wettkampf widmen. Oh, der Kopf Manuel, hier muss gut bei gut 80 Meter den Zug abbrechen. Hey, wir müssen den Zug abbrechen. Das wird auch hier so aussehen. Jawohl, gut 80 Meter, über 81 Meter, 62. Ah, aber das kann jetzt nicht mehr schaffen. Also 85 Meter, also 88 Meter müssen wir schaffen für aufs Podest. Eieiei, lenkt nicht ganz noch. Hier ist aufs Podest. Er hat den Full-Pull im zweiten Durchgang geschafft. Und jetzt als letzter Konkurrent noch eine Möglichkeit, das Klassement durcheinander zu bringen. Spätestens 17 muss der Klinger Hermann sich nicht mehr fürchten. Es sieht so aus, als könnte der M. Markus Lamno, Hermann Klinger, Mentum!
zweiter Platz. Jetzt kommt schon 95 Meter, 82. Neuland TM 115 aus Oberbötschu, Hans Platter. Und der, der ihm noch 12 cm abgeknöpft hat, mit 95,94 m, fort 83,60 aus Burgistee, Franz Dumas! Sitze gut, nehmen wir Platz auf dem Siegerehrungsmobil. Und bereit. Herren, ihr müsst auch dieser Dame noch hochhelfen. Voilà. Applaus für die drei Sieger aus der Achtung-Klasse. Du hast Franz, Platter Hans und Kranger Hermann. Von Achtung-Klasse sind sie gut, gehen dann führen zum Roten Tor. Vorne am Fußball, dort wegen dieser Damen noch den Reisen rausgeben. Heute kannst du noch einen hochschalten, gell? Der Lukas Kobu als Fahrer vom Siegerehrungsfahrzeug. An dieser Stelle Applaus diesen drei Sieger am heutigen Abend.